Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe Ihnen das letzte Mal versprochen, heute über einen Giganten aus dem Osten zu sprechen. Und ich möchte Ihnen hier den schwarzen russischen Terrier präsentieren. Schwarzer russischer Terrier, wie es der Name schon sagt, dieser Hund entstand in Russland und die Entstehungsgeschichte dieses Wach- und Schutzhundes deckt sich auf bemerkenswerte Art und Weise mit derjenigen des Moskauer Wachhundes, denn beide Hunderassen oder die Entstehungsgeschichte beider Hunderassen, die fand in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts statt in einer kynologischen Einrichtung der russischen Armee namens Roter Stern. Und bei beiden Hunderassen wollte man einen Typ Hund erschaffen, der für den Dienst beim Militär geeignet ist, wetterfest ist, einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat, die dafür geeignete Anatomie vorweist und so weiter. Man begann damit, importierte Hunde zur Zucht einzusetzen und offiziell heißt es, dass vier Hunderassen bei der Entstehung des schwarzen russischen Terriers mitgespielt haben. Die da wären der Riesenschnauzer, der Rottweiler, der Erdelterrier und der Neufundländer. Doch man weiß heute, dass da mindestens 16 Hunderassen dabei waren bei diesen Experimenten. Also da rührte man anständig um in den Pott, um den optimalen Typ Hund zu erschaffen. Aber die Hauptrassen, die diesen Hund erschaffen haben, wenn man so sagen kann, waren eben der Riesenschnauzer, dem er auch extrem ähnelt, meiner Meinung nach, der Rottweiler, der Erdelterrier und der Neufundländer. Der schwarze russische Terrier wird sehr oft mit Riesenschnauzern verwechselt. Auch mir ist das schon geschehen. Zwei sehr gute Bekannte von mir, die hatten einen. Ich sage deswegen hatten, da jetzt vor etwa 3-4 Monaten Arax gestorben ist. Der Hund war etwa 12 Jahre alt, etwas bedient, kränklich mit den Hüftgelenken. Ein wunderschöner Rüde und als ich den das erste Mal sah, hatte ich meinen Hund noch nicht. Ich sprach die Marion, die Besitzerin damals, auf diesen Hund an, aber ich nannte stolz den richtigen Namen der Rasse. Ich fragte sie, ist das ein schwarzer russischer Terrier? Sie blieb erstaunt stehen, wir begannen miteinander zu sprechen und wurden recht gute Freunde. Ein Hund, der mich im ersten Moment ziemlich misstrauisch betrachtete und ich hielt Sicherheitsabstand zu ihm. Er war nicht aggressiv, aber er zeigte mir auch klar, er würde sich nicht darüber freuen, wenn ich jetzt noch näher komme. Also hielt ich Sicherheitsabstand ein. Wir unterhielten uns, gingen ins Detail. Ich fragte sie aus von A bis Z, da man einen schwarzen russischen Terrier in der Gegend, wo ich lebe, nicht sehr oft sieht. Irgendwann, später dann, erhielt ich meinen Hund. Wir trafen uns des Öfteren. Auch hier hielten wir Sicherheitsabstand, denn Arax war dafür bekannt, dass er schon dominant gegenüber anderen Rüden reagieren konnte. Arax war ein unkastrierter russischer Terrier, auch mein Rüde ist unkastriert, aber als ich Marion sagte, dass mein Hund höchstwahrscheinlich die Flucht antreten wird, wenn Arax hier etwas zu harsch reagieren würde, versuchten wir es, ließen beide Rüden aus, das ging gut und sie wurden dicke Freunde. Kurz vor seinem Tod, mein Hund war schon charakterlich so weit gefestigt, dass er keine Angst mehr vor anderen Rüden hatte, und oftmals überdominant reagiert gegenüber anderen Hunden, aber Arax gegenüber reagiert er immer freundlich. Da gab es nie ein Problem. Die beiden vertrugen sich ganz fantastisch. Ein schöner Hund mit etwa 72, 73 cm Schulterhöhe und knapp 60 Kilo Gewicht, einen Kopf so groß wie ein Basketball, einen richtig blockartigen Kopf. Und ich habe auch irgendwo auf meiner Hand, ich glaube hier beim Daumen ist das, eine Narbe von Arax. Das war nicht absichtlich, aber da meinte er kurz mal auf meiner Hand kauen zu müssen. War nicht ganz lieb gemeint, war aber auch nicht wirklich böse gemeint. Das war ein kleines Missverständnis, war aber nichts Schlimmes. Doch, so freundlich dieser Hund war, vermittelte er mir immer das Gefühl, ich sollte auf der Hut sein. Also gegenüber der Besitzerin, der Marion, gegenüber mich immer anständig benehmen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schwarze russische Terrier sind dafür bekannt, dass sie extremen Wach- und Schutztrieb haben, dass sie extrem personenbezogen sind,
Und ich würde sie im Vergleich zum Riesenschnauzer vielleicht etwas kantiger bezeichnen. Sie wissen, der Riesenschnauzer ist für mich der Schutzhund par excellence. Ich würde sagen, dass der Schutztrieb beim schwarzen russischen Terrier noch einen Tick mehr ausgeprägt ist als beim Riesenschnauzer. Aber mir für meinen Geschmack schon etwas zu viel. Lassen Sie mich das vielleicht erklären. Wenn ich mit einem Riesenschnauzer, der den Rassestandard in optimaler Weise darstellt, und mit einem schwarzen russischen Terrier, der den Rassestandard charakterlich optimal darstellt, durch eine Menschenmenge gehen müsste. Ich würde mich mit dem Riesenschnauzer wohler fühlen. Ja. Fühlen Sie sich nicht auf die Beine getreten, liebe Besitzer von schwarzen russischen Terriern, das ist nichts Negatives. Der Hund wurde dafür erschaffen, für solche Dinge, und damit muss man umgehen können. Wie sieht der schwarze russische Terrier aus? Ja, ein Riesenschnauzer in mächtig. Ja, wenn man die beiden Hunde nebeneinander stellt und ins Detail geht, sieht man sehr wohl Unterschiede. Keine Frage, der schwarze russische Terrier wirkt wolliger als der Riesenschnauzer. Sie haben beide ähnliches Fehlgleit vorzuweisen. Grobes Deckhaar, dichte Unterwolle. Das Haar gehört beim schwarzen russischen Terrier genauso gebürstet und getrimmt wie beim Riesenschnauzer. Also eine ähnlich intensive Fellpflege notwendig. Doch wirkt der schwarze russische Terrier wolliger, meiner Meinung nach, als der Riesenschnauzer. Ich sah noch nie live Riesenschnauzer und schwarze russische Terrier nebeneinander, aber ich sah sie schon auf Videos nebeneinander, und es ist klar erkennbar, dass der schwarze russische Terrier etwas mehr Fell mit sich trägt. Das ist meine Meinung. Er ist im Schnitt etwas größer und schwerer als der Riesenschnauzer, und charaktertechnisch ähneln sie sich. Ja, es sind führerharte Hunde, es sind beides lernwillige Hunde. Der schwarze russische Terrier ist genauso für den Abrichtesport geeignet wie der Riesenschnauzer. Das war auch immer Ziel bei der Erschaffung dieser Hunderasse. Aber ich denke, dass er beim Thema Schutztrieb mit mehr Vorsicht zu genießen ist als der Riesenschnauzer. Ich glaube, dass der Riesenschnauzer hier unproblematischer ist als der schwarze russische Terrier. Allein schon deswegen, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Hund, der mit mindestens genau demselben Schutztrieb wie ein Riesenschnauzer ausgestattet ist. Mindestens. Aber weit mehr, also weit mehr, um einiges mehr Körpersubstanz mit sich bringt. Also hier sollte man als Hundeführer schon auf Zack sein. Das meine ich damit, ja. Das ist auch der Grund, wenn ich die Schutzhundetauglichkeit bewerte bei Hunderassen. Ja, wenn das Ganze zu heftig wird oder sich zu heftiger Art und Weise zeigt, dann ist das für mich schon wieder ein Minuspunkt. Ein Hund soll schon führbar bleiben. Ich sage nicht, dass das bei schwarzen russischen Terriern nicht der Fall ist, aber lassen Sie es mich vielleicht so erklären. Ich weiß, dass speziell der Schutztrieb, also dass beim schwarzen russischen Terrier speziell auf den Schutztrieb ein Augenmerk gelegt wurde. Während das eine Sache ist, die zum Beispiel beim Riesenschnauzer gern gesehen ist, natürlich auch gefördert wird, aber nicht hauptausschlaggebend war. Beim schwarzen russischen Terrier war das generationenlang so. Deswegen glaube ich, dass er hier etwas heftiger ist. Gewichtstechnisch. Also gehen wir mal zur Größe. Die Rüden erreichen Schulterhöhen bis zu 76 cm und Hündinnen bis zu 72 cm. Also Hunde, die Rüden, die sich auf 80 cm zubewegen. Wenn Sie schon mal neben Hunden gestanden sind mit Schulterhöhen von knappen 80 cm, wissen Sie, was das für Brocken sind. Gewichtstechnisch pendeln Sie sich, sage ich mal, etwas über 50 Kilo ein, bewegen sich auf die 60 Kilo zu, die Rüden, die Hündinnen etwa 10 Kilo leichter, aber das sind große, starke Hunde mit herrlichem Bewegungsablauf, raumgreifenden Gang, also wenn die trappen, das wirkt, als würden Pferde trappen. Das Fell, wie gesagt, sehr pflegeintensiv, meiner Meinung nach. Einem fällt das schwerer, einem fällt das weniger schwer. Sie wissen, Sie kennen meine Einstellung beim Pflegebedarf von Schnauzer und Co. Das Trimmen, und das sind Dinge, die mich abschrecken, wobei ich weiß, das ist keine Hexerei, aber da muss man dahinter sein. Ja. Also den Hund wirklich regelmäßig bürsten,
regelmäßig in größeren Abständen trimmen, sonst ja, die Haaren nicht viel, also die müssen sie befreien von totem Haar, von zu viel Unterwolle und so weiter. Hier steckt schon etwas Arbeit drin. Für wen ist der schwarze russische Terrier geeignet? Für Hundesportler allemal, für Leute mit Haus und Garten allemal. Ist er für die Wohnung geeignet? Grenzwertig. Ich würde sagen, man kann einen schwarzen russischen Terrier in der Wohnung halten, wenn der Wohnraum groß genug ist. Schauen Sie, das ist ein ziemlicher Alligator, ja? Also ein ziemlich großer Hund. Der braucht schon Platz. Er ist zwar nicht zu triebig, ich würde ihm hier vielleicht eine Stufe unter den Riesenschnauzer einstufen. Warum bringe ich ihn immer im Vergleich zum Riesenschnauzer, ja, und nicht zum Rottweiler oder Neufundländer oder Erdelterrier, weil er am meisten in den Riesenschnauzer hineingeht. Irgendwie geht der Erdelterrier und der Rottweiler mitsamt den Neufundländer im schwarzen russischen Terrier unter, ja, und der Riesenschnauzer hat sich vorgedrängt. Ist so, das können wir nicht abstreiten und deswegen vergleiche ich ihn immer mit dem Riesenschnauzer, weil diese beiden Hunderassen auch sehr oft miteinander verwechselt werden. Zurück nochmal. Er bringt mehr Körpersubstanz mit als der Schnauzer. Ich würde sagen, grenzwertig für die Wohnung. Möglich, wenn der Wohnraum groß genug ist, aber optimal wäre selbstverständlich ein Haus mit dementsprechend Quadratmeter und ein Grundstück, wo der Hund auch raus kann. Wetterfest, kann auch bei kalten Temperaturen stundenlang im Garten herumtollen. Absolut kein Problem. Wenn der Hund gut geführt und gut erzogen ist, ein zuverlässiger Kumpel für Kinder, gar keine Frage. Hier gehört natürlich ein Händchen her. Weniger aktive Menschen könnten eventuell liebäugeln mit einem schwarzen russischen Terrier. Der Hund braucht Bewegung, gar keine Frage. Allerdings ist er nicht im Bereich, also von, rein von der Triebigkeit her, im Bereich von vielen Gebrauchshunderassen. Deutsche Boxer, Dobermänner, Malinois zum Beispiel sind Hunde, die weit triebiger sind, die weit schneller unterwegs sind und so weiter. Aber das ist ein großer Hund mit langen Läufen. Das ist ein Hund, der sich bewegen möchte. Doch ich denke, wenn der Hund über einen im Besitz eines einer Familie mit Garten ist, ja, muss man es nicht übertreiben, was das Fortgehen betrifft. Also ich kann mir vorstellen, dass auch ältere Personen einen schwarzen russischen Terrier halten können. Allerdings sollten die schon wissen, wie der Hase läuft. Beim Thema Hundeerziehung, das ist kein Anfängerhund. Überhaupt kein Anfängerhund. Als Mensch, der mit Hunden noch nie zu tun hatte, der sich ganz am Anfang befindet, wenn er nicht ein absolut natürliches Händchen für Hunde hat, ja, dann wäre von einem schwarzen russischen Terrier abzuraten. Der Hund ist einfach zu viel Hund. Zu kantigem Wesen. Meiner Meinung nach. Ja, es kann gut gehen, aber kann auch schnell schief gehen. Ein schwarzer russischer Terrier ist ein großer, starker Wach- und Schutzhund. Für das wurde er auch immer verwendet. Für das wurde er gezüchtet. Noch bis ins vorige Jahrhundert hinein permanent und regelmäßig bei Militärshows der russischen Armee zu sehen gewesen, neben dem Moskauer Wachhund. Das ist ein Diensthund. Dafür wurde der erschaffen. Aber nochmal zurück, auch haltbar für Menschen, die am Hundesport teilnehmen oder die einfach ein großes Grundstück haben und einen zuverlässigen Wach- und Schutzhund haben wollen. Auf jeden Fall eine Alternative für Schnauzerfans, auch für Bouvier-Fans, gar keine Frage, aber das gilt auch umgekehrt. Ich finde, der schwarze russische Terrier ist ein toller Hund, ein beeindruckender Hund, ein Hund aber, der viel Fellpflege benötigt, der doch etwas Platz benötigt und, davon bin ich überzeugt, ein Händchen benötigt, also schon etwas Erfahrung benötigt, um ihn anständig erziehen zu können. Das ist mein Fazit zu diesem schönen Hund. Liebe Zuseher, in meinem nächsten Video möchte ich eventuell Leute erreichen, die gerade eben in die Hundewelt eingestiegen sind, ja? Die vielleicht noch nicht so oft eine Leine in der Hand gehalten haben. Ja? Und ich möchte Ihnen einige persönliche Tipps geben meiner Handhabung der Leine. Das könnte eventuell für den einen oder anderen wertvoll sein. Und Sie werden überrascht sein, was es da alles für Variationen gibt. Ja? Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Das war's.